dann möchte ich Yoga Das bitten, sich vorzubereiten. Ihr habt gerade schon Klänge gehört. Yoga Das möchte uns was erzählen über heilende Frequenzen. Ich übergebe einfach das Mikro. Vielen Dank. Ja, guten Morgen. Ich bin der Yoga Das und vielen Dank an das Organisationsteam für die Einladung, dass ich heute einfach meine Instrumenten für euch spielen darf. Ich mache schon über 35 Jahre Musik, habe viel geforscht über die Wirkung von Frequenzen, von Klängen und habe dann vor 16 Jahren diese Instrumente entwickelt. Das sind die Chakraphon-Musikinstrumente und sie basieren auf dem kosmischen Grundton von dem C256 Hertz und habe aber eine 13-tönige Skala, die den 13 Tönen der Schöpfung vom Maya-Kalender entsprechen. Ich habe es dann auch Urklangmatrix genannt, das einfach so erkannt habe, einfach aus der Erfahrung heraus, auch mit anderen Menschen, dass ich quasi mit den Instrumenten das ganze Spektrum, also von Frequenz im hörbaren Bereich abdecken kann. Und dass ich einfach dann die körpereigene Intelligenz diese Frequenz rausnimmt, wo es gerade im Moment braucht. Und was auch sehr wenig bekannt ist, ist, dass wir in unserem Bewusstsein einen Zurechthörbereich haben, von einer bestimmten Bandbreite. Und alles ist aus Schwingung auf vielen Ebenen, alles was uns umgibt. Und da gibt es einfach einen optimalen Bereich und dann einfach diese Abweichung von diesem Zurechthören, was man auch auf andere Bereiche unseres Daseins übertragen kann. Und diese Frequenz von 256 Hertz, wir haben die jetzt runteroktaviert, also sprich immer durch zwei teilt, wäre die nächste untere Frequenz 128 Hertz. Das wäre dann dieser Ton. Die nächste Oktave nach unten wäre dann 64 Hertz, dann 32, 16, 8, 4, 2, 1. Also wo wir quasi als Basis bei einer Schwingung pro Sekunde bei einem Hertz sind. Und es ist auch kein Zufall, dass der Physiker, nachdem es benannt wurde, Hertz hieß, zusammen mit TZ. Aber man kann einfach sagen, es ist alles aus einem Hertz entstanden. Und jeder von euch ist eine Form davon. Ein göttlicher Funke, verkörpert hier individuell. Und wir sind in diese Erfahrung gegangen von der Illusion der Trennung, eben in diesen Bereichen von dem Zurechthören. Und es ist einfach wieder dieser Moment da, wieder zu diesem einen Herz zurückzukommen, wieder ja, in die Wirklichkeit der Einheit. Ja, gibt eigentlich nicht mehr zu sagen. Gut, wenn ihr wollt, Moment, ich habe doch noch was zu sagen. Aber so also vom, ja, und ich glaube, dass wir auch alle hier sind, einfach aus diesem Grund wieder in diese Einheit bewusst zu gehen, unser, von diesem unbewussten Schöpfertum in das bewusste Schöpfertum. Und ich möchte einfach noch ein praktisches Beispiel zeigen, wie quasi diese Frequenz unmittelbar was bewirken kann. Wer möchte sich in der ersten Reihe zur Verfügung stellen? Thank you.
So, jetzt bitte wieder aufstehen. Nochmal so reinspüren. Und frag auch mal, ob sich was vielleicht geändert hat. Es arbeitet. Es ist am Zittern, Vibrieren. Es arbeitet. Vielen Dank. Ja, es ist, als wenn das Knie lächeln würde. Gut, danke. Also ich bin besser geerdet. Ja. Ist so richtig drin, ja, in der Erde. Gut, danke. Express-Harmonie. Bitte? Mikrofon dicht daran. Ich habe gesagt, das ist wie eine Express-Harmonie. Gut, danke. Ist alles lockerer. Ja, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass es schwerer ist, als mich also in den Boden zieht irgendwie. Also mehr geerdet auch. Ne? Ja, vielen Dank. Also jeder hat was wahrgenommen, eine Veränderung. Also leichter oder auch geerdeter, lockerer. Und in den Knien können sich ja immer viele Spannungen dann festsetzen. Oder auch in anderen Gelenken. Das ist dann einfach eine schöne Möglichkeit, ja, einfach eine Expressharmonie herzustellen. Und eine Frau, die damit arbeitet, die auch Energien sehen kann, hat das Instrument auch mal als energetischen Staubsauger bezeichnet. Ja, und gut, wenn ihr einfach Fragen zu mir habt und auch zu den Klängen, zu den Instrumenten, könnt ihr gerne in der Pause zu mir kommen. Und ihr werdet sicher dann nochmal die Klänge im Laufe der Tage hören. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank, Yoga Das. Du wirst uns ja auch begleiten während der gesamten Veranstaltung musikalisch. Und es gibt bei Bewusst TV auch ein Interview mit Yoga. Sehr interessantes und wichtiges Thema.